Computersteuerung Teil 3, liebe Modellbahnfreunde. Heute wollen wir weiter in die Geheimnisse der Computersteuerung einsteigen. Und bevor wir eine Zusammenfassung bringen, Wolfgang, und du uns erklärst, was wir heute machen werden, wollen wir natürlich zuallererst mal eine Zuschauerfrage beantworten. Die gibt es schon. Die gibt es schon. Also wir waren ganz erstaunt. Der erste Teil war noch gar nicht richtig draußen. Fragte doch einen Zuschauer, Dietrich Beck, was mache ich denn, wenn ich jetzt den Computer einrichte und an der Modellbahn spiele? Da habe ich ja nichts mehr zu tun. Ist selbstverständlich nicht so. Aber die Frage ist sehr gut. Darauf möchte ich gleich antworten. Und zwar folgendes. Der Computer ersetzt nicht das Digitalsystem, sondern er arbeitet im sogenannten Slave-Modus. Das heißt, er ordnet sich dem Digitalsystem unter und vielleicht ein Vergleich dazu, er ist nichts weiter als eine automatisch funktionierende Multimaus, um jetzt mal hier den Rocco-Jargon zu benutzen. Also keine Angst, man ist immer Herr der Lage, immer. Also der Mann, der davor sitzt, der das Ganze zwar etwas automatisiert, bleibt aber immer noch der Bestimmer und der Mann, genauso, was auf seiner Anlage passiert. Richtig. Vielleicht noch etwas, wieder ein Vergleich. Der Computer, den könnte man sich so vorstellen, als wäre er, der Computer, der zweite virtuelle Mann an der Anlage, der einem alle Routineaufgaben abnimmt. Ich könnte vielleicht auch sagen Idiotenaufgaben. Und man selber als Lokführer wird also die Spezialistenaufgaben erfüllen wollen und müssen, nämlich die Arbeiten im Hauptbahnhof, im Rangierbahnhof oder auch im Bahnbetriebswerk. Also keine Angst. Also, hätten wir das geklärt. Hier nochmal an dieser Stelle die Aufforderung an Sie, liebe Freunde der Modellbahn. Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht. Stellen Sie sie einfach. Wenn es passend zum Thema ist, werden wir sie dann immer in der nächsten Sendung gleich beantworten. Ansonsten finden Sie am Ende der Sendung immer die E-Mail-Adresse eingeblendet, wo Sie Ihre Frage loswerden und sie auch garantiert beantwortet bekommen. Und wie gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, das in der nächsten Sendung zu machen, gerne, machen wir es gleich live, damit also auch die anderen Modellbahnfreunde, die vielleicht sich noch nicht so richtig getraut haben, die Frage zu stellen, das ebenfalls mit sehen, mit welchen Problemen man sich so teilweise beschäftigen muss. So. Vielen Dank für diese E-Mail, vielen Dank für die Antwort. Gerne. Jetzt wollen wir weitergehen, bevor wir richtig anfangen, erstmal eine kurze Zusammenfassung des bisher Gesehenen nochmal in Erinnerung rufen. Im zweiten Teil unserer Sendereihe haben wir gesprochen über die Software, über die Softwareangebote. Wir haben ausgewählt den Train-Controller Gold von der Firma Freiwald. Und wir haben schon mal ein fiktives Stellwerk mit den dazugehörigen Blöcken gezeichnet. Das war der Inhalt der zweiten Sendereihe. Ja, lieber Wolfgang, bevor wir nun zum Teil 3 kommen, Computersteuerung für Modellbahn, bewegt mich trotzdem noch eine Frage. Wenn ich jetzt vor meinem Stellpult sitze, vor meinem Rechner, was bin ich jetzt? Lokführer? Fahrdienstleiter? Verträgt sich das überhaupt miteinander? Gute Frage, die zweite gute Frage. Also, wir übernehmen immer Lösungen und Termini vom Original. So auch die strikte Trennung zwischen Fahrdienstleiter und Lokführer. Das passiert beim Original aus Sicherheitsgründen. Auch übernehmen wir diese Trennung bei der Modellbahn. Das heißt, ich, der jetzt eine Multimaus, einen Modellbahnregler, ein Smartphone, ein Tablet-PC in der Hand habe, bin also der Lokführer. Der Computer mit der entsprechenden Software ist folgerichtig der Fahrdienstleiter. Auch hier gibt es also eine strikte Trennung. Nun aber auf die Frage vom Frank zurückzukommen, wer bin ich nun, der da vor der Anlage steht? Ich bin mit anderen Worten der Chef. Der Chef vom Lokführer, den ich eigentlich so ein bisschen in Personalunion bin, und auf der anderen Seite der Computer mit der Software, den ich zu beaufsichtigen habe. Also, Frank, ich bin der Chef. Naja, das war eine sehr diplomatische Antwort eben. Gut, nehmen wir es mal zur Kenntnis. Liebe Freunde, ihr seid dann der Chef, wenn ihr alles macht, hat ja auch was. So, jetzt fangen wir aber an, lieber Wolfgang, Computersteuerung für Modellbahn Teil 3. Im zweiten Teil unserer Sendereihe hatten wir uns beschäftigt
mit den virtuellen Blöcken, die wir in die virtuelle, fiktive Anlage eingezeichnet hatten. Diese Blöcke werden uns verfolgen über die ganzen nächsten Folgen unserer Sendereihe. Heute wollen wir behandeln die real existierenden Blöcke. Das heißt also, wir müssen in diesen Blöcken hardwareseitig eine Rückmeldung installieren. Nun gibt es grundsätzlich zwei Rückmeldeverfahren. Erstens die sogenannten Momentkontakte und zweitens die Dauerkontakte. Beginnen wir mal mit den Momentkontakten. Momentkontakte können sein, zum Beispiel Read-Kontakte. Nun, nicht jeder wird wissen, was sind Read-Kontakte. Daher habe ich jetzt mal hier etwas aufgezeichnet. Selbst aufgezeichnet, im Schnitt einen Read-Kontakt. Das ist ein Glaskörper. In diesen sind stirnseitig eingeschweißt zwei Stahlzungen, die hier in diesem Bereich überlappen. Der sogenannte Kontaktbereich. Als Kontaktmaterial ist hier aufgetragen entweder Rhodium oder Gold. Im Inneren des Glaskörpers befindet sich das Schutzgas Argon. Warum? Und zwar, wir dürfen hier in diesem Kontaktbereich keinen Sauerstoff haben, also keine Luft, weil ansonsten der Kontakt dort oxidieren würde. Daher Argon als Schutzgas, um den Kontaktabbrand zu minimieren. Nun werden wir mal uns einen solchen Schutzrohrkontakt oder auch Read-Kontakt genannt, in Aktion, wie er funktioniert, mal ansehen. Nachdem wir uns den Read-Kontakt als Schnittzeichnung angesehen haben, habe ich jetzt mal hier einige Read-Kontakte im Original mitgebracht. Hier haben wir einen größeren Read-Kontakt mit einer Länge von 50 mm, hier einen mit 30 mm Längen, deswegen mitgebracht, weil man hier am besten sehen kann, wie ein solcher Read-Kontakt aussieht. Natürlich sind diese, der 50 mm Kontakt und der 30 mm Kontakt, für die Modellbahn viel zu groß. Die sind natürlich wesentlich kleiner. Dort wird eingesetzt ein Read-Kontakt mit einer Länge, Glasrohrlänge von etwa 10 mm. Hier liegt ein Permanentmagnet, mit dem wir diese Read-Kontakte schließen können. Diese hier zu sehenden Read-Kontakte kriegen wir bei jedem Elektronikhändler. Hier liegt ein sogenannter konfektionierter Read-Kontakt. Das heißt also, da drin befindet sich ein 10 mm Kontakt, eingebettet in einen Plastikkörper, Drähte da dran, gelötet mit einem Stecker, also fertig konfektioniert. So bietet den Read-Kontakt die Firma Rocco an als sogenannte Schaltschwelle. Nun, es gibt auch eine andere Lösung für den Read-Kontakt. Hier ist er allerdings nicht zu sehen. Und zwar, hier befindet sich eine Schaltschwelle. Die wird vom ersten Radsatz, egal ob Waggon oder Lok, runtergedrückt. Und indem wir diese Schaltschwelle runterdrücken, wird innerhalb der Bettung ein Permanentmagnet über einen Read-Kontakt geschoben, der sich in der Bettung befindet. Also letztendlich auch wieder eine Read-Kontaktlösung, nur mit einer anderen Mechanik. Des Weiteren habe ich mal hier eine Versuchsanordnung aufgebaut, mit der man die Funktionsweise eines Read-Kontaktes in Verbindung mit einem Permanentmagneten demonstrieren kann. Sie sehen hier auf der Platine eine rote LED, davor der dazugehörige Vorwiderstand, hier ein 30 mm Read-Kontakt und letztendlich hier über eine Batterie die Spannungsversorgung. Wenn ich mich nun mit einem Permanentmagneten, den ich jetzt zwischen den beiden Fingern habe, dem Read-Kontakt nähere, ich gehe erstmal mit einem großen Abstand drüber, sehen Sie, passiert nichts. Wenn ich dagegen in die Nähe des Read-Kontaktes komme, schließt der Read-Kontakt. Folgerichtig wird die LED so lange brennen, wie sich der Magnet über dem Read-Kontakt befindet. Entferne ich mich, öffnet der Kontakt, die Lampe erlischt. So viel zur Funktionsweise eines Read-Kontaktes und genau dieses Funktionsprinzip werden wir dann in den Blöcken als Rückmeldung nutzen.
Wo positioniere ich nun jene Magneten, die ich vorhin in der Versuchsanordnung in der Hand habend über den Riedkontakt geführt habe? Diese bringen wir unter die Lok, möglichst nahe an den Schienenkopf, so nah es irgendwie geht, denn wir müssen den Magneten immer in die möglichst weite Nähe des Riedkontaktes führen. Ich habe jetzt hier zwei Riedkontakte an das Drehgestell einer BR-232 geklebt. Warum zwei? Es hängt damit zusammen, dass ich ja die Lok immer im gleichen Abstand vor einem Signal halten lassen möchte. Wenn ich nur einen Magnet drunter hätte, zum Beispiel hier, und dieser Teil der Lok würde vorausfahren, dann würde sozusagen die Lok weiter weg vom Signal halten, als wenn ich die Lok rumdrehe, dann nämlich würde ja der Teil hier vorne sein, also würde sicherlich schon die Lok das Signal mit der Seite überfahren haben. Also der Symmetrie wegen zwei Magnete, einen hier, einen dort. Damit wäre es völlig egal, ob ich die Lok so fahren lasse oder so. Wo positionieren wir nun unsere Riedkontakte, die wir vorhin gesehen haben, im Gleis, also im Block? Schauen wir uns das einmal an. Ich habe dazu eine Zeichnung vorbereitet. Hier befindet sich unser Gleis, mit Gleis beschriftet, und das soll gleichzeitig unser Block sein. Also Blockanfang mit BA gekennzeichnet, Blockende mit BE. Wir beginnen und beenden einen jeden Block mit einem Riedkontakt, also am Blockanfang einen und am Blockende einen. Mit dem einen Ende des Riedkontaktes gehen wir auf die obere Schiene. Mit dem unteren Ende des Riedkontaktes gehen wir in ein sogenanntes Rückmeldemodul. Warum? Die beiden möglichen Schaltzustände eines Riedkontaktes, offen oder geschlossen, kann der Computer so nicht verstehen. Das müssen wir ihm übersetzen in ein für ihn verständliches Datenformat. Das wird hier vollzogen in dem hier gezeichneten Rückmeldemodul, ganz firmenneutral erst einmal. Wir brauchen also ein Datenübersetzungsmodul. Das Pluszeichen ist hier kein Pluspol, wie man vielleicht meinen könnte, sondern nur ein Sammelpunkt. Dort gehen wir hinein mit einer Verbindung zur anderen gegenüberliegenden Schiene. Also bei dem Blockanfang gehen wir zum Beispiel in den ersten Eingang des Rückmeldemoduls. Mit dem zweiten am Blockende befindlichen Riedkontakt gehen wir in den Ausgang 2. Wir sehen hier das Signal in der Richtung, hier das Haltesignal in der Richtung. Ich habe das mal farblich gekennzeichnet. Rot ist also die Fahrtrichtung von mir aus gesehen nach rechts, links die Fahrtrichtung nach links raus mit grün gekennzeichnet. Es wäre jetzt eigentlich zu erwarten, dass ich für beide Fahrtrichtungen jeweils zwei Riedkontakte bräuchte. Also müssten in Summe 4 hier sein. Das ist nicht nötig. Es bleibt bei 2 Riedkontakten am Anfang und Ende. Warum? Die Software des Computers erkennt die Fahrtrichtung. Heißt also, wenn der Zug von links kommt und nach rechts rausfährt, ist immer der erste der sogenannte Bremskontakt. Hier wird die Bremsung eingeleitet. Der zweite in Fahrtrichtung ist immer der Haltekontakt. Also bleibt es in der Richtung bei 2. Kommen wir von rechts, fahren nach links raus, schaltet oder aktiviert die Software wiederum den ersten Kontakt als Bremskontakt, den dann als Haltekontakt. Also die Software entscheidet über die Funktionalität der Riedkontakte. Also brauchen wir trotz 2 Fahrtrichtungen, nur 2 Riedkontakte. Und noch etwas Wesentliches, wir brauchen hier, solange wir die Riedkontakte im Gleis einbringen, keine Trennstellen. Also ein trennstellenloses Verfahren.
Vorhin hatten wir behandelt jene Rückmeldung unter Verwendung von Momentkontakten, im Speziellen ein Read-Kontakt. Jetzt wollen wir das zweite Rückmeldeverfahren uns mal anschauen, nämlich unter Verwendung von Belegmeldern, auch genannt Stromfühler. Worum geht es hierbei? Die Read-Kontakt-Rückmeldung, so einfach sie ist, hat auch einen Nachteil, nämlich, wenn ich im Block, also zwischen beiden Read-Kontakten, einen Waggon verliere, dann kann es die Software nicht merken. Das heißt also, nehmen wir mal an, es kommt das Signal grün, dann würde die Lok mit den noch anhängenden Wagen rausfahren, es verbleibt dort im Block der abgehangene Wagen, der Computer merkt es nicht. Sobald dieser Zug den Folgeblock erreicht, wird zwangsläufig über die Software der Block, wo der Waggon noch drin steht, freigeschalten. Also würde der nächste Zug auf diesen dort stehenden Waggon auffahren. Das ist ein Wesensmerkmal einer jeden Read-Kontakt-Lösung. Das hat nichts zu tun mit irgendeiner schlechten Qualität von irgendeiner der verwendeten Komponenten, sondern ist technisch, physikalisch bedingt. Wenn wir diesen Nachteil vermeiden wollen, müssen wir ein anderes Verfahren anwenden, nämlich jenes mit Dauerkontakten, das heißt also mit Belegmeldern oder auch Stromfühlern. Dort ein ganz anderes Funktionsprinzip und das schauen wir uns nun mal an. Wiederum haben wir hier unser Gleis, schwarz gekennzeichnet. Wir beginnen einen Block mit einer Trennstelle und beenden einen Block hier mit zwei Trennstellen. Diese beiden Trennstellen sollten etwa 4 bis 5 cm voneinander entfernt werden. Und nun messen wir in dem Bereich wie in dem Bereich einen Verbraucher. Wir messen also den Verbraucherstrom der Lok zum Beispiel oder eines beleuchteten Wagens. Fährt jetzt die Lok in diesen Bereich ein und durchfährt diesen Block, ist sie in jedem Punkte der Strecke Verbraucher, wie auch dort. Also wird die Lok in jedem Punkte der Blocklänge kontrolliert. Folgende Funktionsweise: Wird zuerst die Lok hier Verbraucher, wird die Bremsung eingeleitet. Wir reduzieren die Geschwindigkeit. In welcher Art und Weise werden wir uns im Folgebild ansehen. Erreicht die Lok jenen Bereich und wird hier Verbraucher, fließt also hier ein Strom, dann wird der Haltebefehl gegeben. Wiederum müssen wir diese beiden Zustände, Strom fließt oder Strom fließt nicht, wieder übersetzen. Wieder ein Datenübersetzungsmodul, nennen wir Belegmelder oder Stromfühler, und wir gehen mit diesem Belegmelder in die Digitalzentrale. Das wäre also jene Lösung, die bessere wäre. Zum Beispiel verlieren wir hier in dem Bereich einen beleuchteten Waggon, zum Beispiel einen D-Zugwagen, dann würde ja hier ein Strom fließen. Folgerichtig bleibt dieser Block gesperrt. Es kann kein nächster Zug auf diesen auffahren, weil der Block gesperrt bleibt. Was machen wir nun mit Waggons, die nicht beleuchtet sind, zum Beispiel Güterwagen? Zwei Möglichkeiten hätten wir. Erstens, wir nehmen pro Waggon eine Achse heraus und ersetzen diese durch eine Widerstandsachse. Oder, noch einfacher, wir nehmen eine Achse pro Waggon raus, kaufen uns Graphitlack und überpinseln mit einem Tuschpinsel die Isolierhülse dieses Radsatzes mit eben diesem Graphitlack und produzieren so einen hochohmigen Widerstand, also einen Verbraucher. So ausgerüstete Waggons und Züge werden 100% hier erfasst, kontrolliert und bei Verlust eines Wagens in diesem Blockbereich würde der Block gesperrt bleiben. Das wäre also die technisch bessere Lösung. Vorhin haben wir uns angeschaut, bei Verwendung von Belegmeldern, die Blockinstallation in einer Fahrtrichtung, nämlich nach rechts rausfahrend.
Nun schauen wir uns das mal an. Wie sieht die Blockgestaltung bei Belegmeldern aus in beiden Fahrtrichtungen? Schauen wir uns das mal an. Ich habe das wieder mal aufgezeichnet. Dann brauchen wir also nicht drei Trennstellen, sondern vier Trennstellen. Nehmen wir mal an, wie vorhin, die Fahrtrichtung von links nach rechts rot dargestellt. Dann würde dieser Teil mit Fahrspannung beaufschlagt werden von der Software. Und sobald die Lok bzw. der erste Waggon hier in dem langen Bereich in der Bremsstrecke Verbraucher wird, würde der Zug gebremst werden und hier gehalten werden. Fährt der Zug in die andere Richtung, grün dargestellt, also von rechts nach links, wird dieser kurze Teil mit Fahrspannung beaufschlagt, wird hier die Lok oder der Wagen Verbraucher, wird der Bremsvorgang eingeleitet und hier gehalten. Dann brauchen wir, wie wir auch hier sehen, nicht zwei Eingänge des Belegmelders, sondern, wie hier zu sehen, drei. Das ist also die Besonderheit, dass wir im Falle von Belegmeldern für beide Fahrtrichtungen einen zusätzlichen Eingang im Belegmelder brauchen. Nachdem wir nun uns angesehen haben, wie ist der Block zu installieren mit einem Read-Kontakt oder mit einem Belegmelder, wollen wir uns nun einmal anschauen, wie haben wir die Bremskurve einzustellen und was haben wir darunter zu verstehen. Zeigt das Blocksignal rot, soll ja der Zug nicht wie früher abrupt halten, sondern gebremst halten, denn wir fahren ja digital. Also wollen wir auch die digitalen Möglichkeiten sinnvoll nutzen. Also gebremstes Halten. Wie funktioniert das? Schauen wir uns das hier mal auf der Kurve an. BA ist der Blockanfang. Hier würde ein Read-Kontakt liegen im Falle der Read-Kontakt-Rückmeldung. Hier würde ein Read-Kontakt liegen am Blockende. Oder im Falle der Belegmelder wäre hier eine Trennstelle und hier zwei. Der Zug kommt also an mit der Geschwindigkeit VR, Reisegeschwindigkeit. Wird der Blockanfang überschritten von Lok oder Wagen, dann aktiviert die Software im Decoder der Lok einen Bremsvorgang. Er fährt also die Geschwindigkeit der Lok herunter, linear herunter, und wir müssen in der Software die Bremsrampe, diese Schräge, so einstellen, dass wir nach etwa 80% der realen Blocklänge, also hier 80%, eine Kriechgeschwindigkeit erreichen, genannt VK, Kriechgeschwindigkeit. Kriechgeschwindigkeit ist jene, wo die Lok bzw. der Zug ruckelfrei, aber langsam fährt. Also nochmal, wir kommen mit Reisegeschwindigkeit an, erreichen den Blockanfang. Der Computer bzw. die Software fährt jetzt linear die Geschwindigkeit herunter auf Kriechgeschwindigkeit nach 80% der realen Blocklänge. Folglich fahren wir die restlichen 20% der Blocklänge hier mit Kriechgeschwindigkeit. Wird das Blockende erreicht, zum Beispiel der Read-Kontakt hier geschlossen oder der Halteabschnitt beim Belegmelder erreicht, gibt der Computer bzw. die Software den Fahrbefehl Stopp. Da nun aufgrund der Kriechgeschwindigkeit der Zug so wenig kinetische Energie hat, wird also der Zug hier unvermittelt, ohne den Punkt zu überrollen, anhalten. Also haben wir somit ein gebremstes Halten erreicht. Aufgabe erfüllt.